Ja, haben den glorreichen Auftrag, ja, den wir beim letzten Mal auch schon hatten, nämlich so Yakuza-Kahn in Luft jagen. Und ja, letztes Mal sind wir direkt den Cops in Arme gelaufen. Das war natürlich so extrem geil. Und dann, ja, hat Bobby wieder mal gefailt und das war's dann eigentlich auch schon. Hat gefailt und ja, ne? Wie das dann halt so ist, Mission am Arsch. Na gut, ist halt so gelaufen, wie es gelaufen ist. Wir suchen uns direkt so eine ollen Bombenlegerhütte. Kann ja soweit nicht sein, ne? Entschuldige. So, irgendwo gab es vor. Ja, wo geht's denn hier lang? Okay, eine Schalldämpfte. Na guck. So, hier kann man nicht lang. Oder doch, 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 doch. Wir brauchen hier eine Bombe. Meine ich noch? Ja, oder? Ups, entschuldige, liebe Polymanzahl. Gut, wir haben eine Bombe in der Karre. Und suchen uns jetzt den ersten Yakuza-Kahn. Wir fahren, glaube ich, alle ziemlich direkt drauf zu. Gar nicht so unpraktisch. So, einfach nach oben, können wir direkt den nächsten. Das schaffen wir. Noch mal eine. Wo steckt das? So. Muss ich holen, was denn? Direkt vor den Augen der Polizei, da sind schon unbedingt. Hallo, Ampel, sei mal rot. Ey, ich kotze gleich ins Essen, aber lang. Und schon wieder hier irgendwo was geworden. Ja. So, wir wissen ja, was kommt. Ja, vielleicht hat er nur die Muni schon. Das ist hier immer so eine Bullerei. So. Wir fahren gerade mal hier rein. Thank you.
bisschen am Arsch. Wir sind ein bisschen am Rennen. So. Aber das ist hier. Und hier und ganz entspannt langsam Richtung Fitness machen. Alter. Ich habe ein neues Mikrofon mir besorgt. Und das ist jetzt ganz toll. So. Guck, habe ich doch wenigstens mal schicke Kringels dahin gemacht. Gut, gut, gut. Also, geht ja Spaß von vorne los. Wir haben sagenhaft eine Pistole, um uns zu verteidigen. Das hilft. Ja gut, jetzt kriegen wir eine kleine Uzi, aber sonst. Gut, gut. Leben ist voll. So. Gut. Mal noch mal ein bisschen. Ja, hallo. Das ist schon der erste. So, und wir verpissen uns ganz schnell. Ein relativ schnelles Auto. Wir wissen, dass Bobby damit überhaupt nicht gut umgehen kann. Ja, wird erstmal direkt. So. Bobby kann mit schnellen Autos einfach nicht umgehen. Deshalb wird er sich damit sowieso wieder zwangsläufig irgendwie gefahren. Ich habe schon mal wieder eine Plattform eingebaut. So, da ist der Lauf. Schauen wir nochmal, rote Ampel, hallo, Ampel. Stellt uns jetzt hier drin. Schon klar. Okay. Wir brauchen eine rote Ampel. Hoffen. Ja, guck, das war's doch. Dieses Mal ging das doch sogar mal. Das ist doch schon mal gut. Endlich hat das mal geklappt, so. Gut, wir hatten auch ein bisschen Vorteil. Wir wussten schon so mehr oder weniger, was uns erwartet. Da wir ja vorher schon mal wieder leicht gefailt haben. Okay, also ab Richtung Norden wieder. Raus aus dem Yakuza-Gebiet. Und ja, aus dem Yakuza-Gebiet und ja, Richtung Z-Menschen würde ich sagen. Ja, leider hat es mir wieder die Tonspur zu hauen. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich bin hart angenervt. Es gibt ein bisschen nette Musik. Ups, hoppala. Da habe ich noch aus Versehen ein bisschen mitgenommen. Bei den Z-Menschen stehen wir auf jeden Fall richtig geil hoch im Kurs wieder. Ja, wir haben halt ein bisschen Yakuza getötet und so, ne? Das finden die auch klasse. So. Und jetzt, ja, schauen wir mal, was die nächste Mission bringt. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh, oh, oh. Ich fahre wieder wie der letzte Sack. Wie der letzte Mensch.
So. Unser Gefährt bleibt mal da stehen. Was will der? Pizza. Very good, very. Maschinengewehr und eine Pistole. Oh. Hoppala. Und jetzt noch mehr Maschinengewehr. Hängt mein Tab. Hä? Aber so wahrscheinlich Geld von vor der Spitze. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Wir holen uns ein schnelleres Auto. Ich glaube, du bist schneller. Ja, ein bisschen als der LKW. So. Hoppala. Ja. Wenn die nicht immer alle so scheiße fahren würden, ne? Oh Gott. Viel zu spät. Das ist gerade gar nicht so gut, so, gar nicht mal so super klug gewesen. So. Jetzt, wo ich keine Gangmenschen umfahren will, ne? Da kommen sie alle aus ihren Löchern. Wow. Schauen wir nochmal. Okay. Okay, wir sollen ihn jetzt klauen. Hier, komm zurück! Ich brauch dich! Ich muss dich klauen! So, hopp da erstmal hinterher! Oh nein! Shit! Hat er das falsche Auto geklaut? So. So, jetzt aber, jetzt wirst du geklaut. Was? Ich krieg direkt erstmal einen Raketenwerfer auf den Arsch geschoben. Läuft, klasse. Das ist gar nicht so geil, aber gut. Schauen wir mal, wo wir hin sollen. So. Ah, ich sollte zu sehen. Komm, ey, das war so klar, ne? Wegen diesem scheiß Idioten, der mir da entgegengekommen ist, ey. Gott. Gut, soll es für dieses Mal gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.